Hey Leute, heute haben wir ein Schminkvideo für euch. Und zwar haben wir uns gedacht, dass Melina mich heute mal schminkt, also so mein Tages- oder mit ein bisschen Lidschatten-Make-up macht. Und dabei wird sie aber nichts sehen, sie wird eine Schlafmaske aufhaben. Ich ziehe sie schon mal runter. Dann werden wir mal sehen, wie sie sich so schlagen wird. Oh je! Und okay. Ich gebe dir dann einfach die Produkte an. Und zwar ist das jetzt hier meine Foundation. Ja. Die ist von Revlon Colorstay. Genau, soll ich dir die aufmachen, oder? Ja, ich schaff das. Ja, und zwar, okay, nimm am besten das aus dem Deckel, weil die hat so einen blöden Verschluss. Mhm. Und jetzt kannst du einfach mit dem Finger da rein und dann kannst du es einfach auf meinem Gesicht so ein bisschen verteilen. Wo kommst du denn? Ja, ich nehme mal deine Hand. Du kannst ruhig. Was ist das hier jetzt? Das ist jetzt so, das ist meine Wange. Und dann hier so ein bisschen, das ist mein Kinn. Ich muss nochmal eintauchen. Dann kannst du noch ein bisschen, ja, ruhig ein bisschen mehr, bitte. Bitte meine Augenringe abdecken. Ist so? Ja, und vielleicht noch ein bisschen auf die Stirn und auf die Nase. So viel habe ich hier nicht mehr im Deckel. Okay, sonst hole ich dir da gleich noch ein bisschen was raus. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber diese Revlon Colorstay Make-ups, die kommen immer mit so einem komischen, so einem blöden Verschluss. Sonst hat man ja immer solche, wo man das so rausdrückt oder so. Und ich schüttel das dann immer und dann hat man in dem Deckel gleich wieder so ein bisschen mehr Make-up. Jetzt kannst du doch mal eintunken. Ja, wo müssen wir noch? Okay. Und jetzt kannst du vielleicht mal das ist hier mein Make-up-Ei. Ja. Und damit kannst du ja vielleicht das Make-up mal einklopfen. Genau, fühl einfach. Ich glaube, das hier ist deine Stirn, oder? Ja. Genau. Macht damit man das so? Ja, damit verblendet man dann das Make-up. Also ich habe das früher immer so gemacht mit der Hand. Fand das eigentlich auch ist immer ganz gut. Kind? Ja, das aber mit dem Make-up-Ei wird halt nicht so viel Make-up aufs Gesicht aufgetragen, weil es saugt halt das überschüssige Make-up auf. Und weiter in deine Nase. Ja. Du kannst ruhig doller drücken. Also ich kein hab Problem. Angst, dass ich irgendwas kaputt mache. Okay. Ja. Nächster. Ja, das muss ja nicht perfekt werden. Dann kommt jetzt Concealer, bitte, für meine Augenringe. Ich mache ihn dir schon mal auf. Und soll ich dir schon mal die Bürste rausholen? Drin. Ja, da, okay, soll ich dich jetzt mal zu meinem Auge hinführen? Okay. Oh Gott! Ja. Okay, mach einfach mal. Was ist jetzt? Kommt da schon los? Ja. Jetzt solltest du. Warte, vielleicht nochmal eintunken. Der ist schon fast alle, deswegen. Hier ist noch das andere. Ja. Und das muss ich dann auch verblenden? Ja, genau, mit dem Finger am besten. Okay, jetzt einfach mit dem Finger. Ich mach die Augen zu, dann kann nichts passieren. Ist hier denn? Ja, genau, da bist du richtig. Und jetzt die andere Seite. Mhm. Oh Gott, komm. Das fühlt sich bestimmt total komisch an, wenn man nichts sehen kann. Ja. Das hat gar keine Orientierung mehr. Was kommt denn jetzt? Jetzt kommt Puder. Okay. Okay, ich mach's dir schon mal auf. Mit so einem Pinsel? Ja, mit meinem Puderpinsel. Da ist der. Okay. Und hier ist das Puder. Okay. Und dann einfach übers ganze Gesicht. Denn ich glänze schnell. Wo ist deine Wange hier? Ja, ich mache meine Augen zu, dann kann nichts passieren. Okay. Ich brauche noch ein bisschen was für die andere Seite. Oh ja, bitte. Und hier. Und auch ruhig nochmal da an den Augen, so damit das der Lidschatten dann besser hält. So? Sehr gut. Gut. Ich bin gespannt, wie du gleich aussiehst. Okay, ich weiß nicht, ob man auf der Kamera dann so einen Unterschied sieht. Okay, was kommt denn jetzt? Ach so, meine Augenbrauen kannst du ja vielleicht noch ein bisschen definieren. Davon habe ich von Catrice so einen Augenbrauen Fixiergel. Das ist dann mit so einer leichten Tönung. Ich gebe dir mal den Pinsel. Ach, das wusste ich auch haben. Okay. Ja. Oh, jetzt wird es aber schwierig. Ich muss meine Augenbrauen erfüllen. Oh, mach die Augen zu. Ja, meine Augen sind zu. Oh mein Gott. Habe ich denn Augenbrauen getroffen? Ja, aber nicht nur meine Augenbrauen. Okay, ich glaube, mein Lidschatten ist auch schon gleich in einem. Okay. Und das wir gucken gleich mal, ich bin echt gespannt. Oh. Okay. Okay, ich glaube, das hast du sehr gut gemacht, oder? Ja. Wo ist das denn okay, dann machen wir jetzt weiter. Was kommt denn jetzt als nächstes? Ah, du kannst mir vielleicht schon mal Rouge auftragen. Ah, das ist eh bestimmt einfacher. So, hier hast du wieder meinen Pinsel. Und ja, ich habe jetzt so ein Trio-Ding, aber du kannst einfach mal drauf. Also das hier ist das Rouge, das größere davon. Wo? Da? Das kannst du auch nehmen, ja, das ist ein bisschen dunkler. Okay. Ja, da bin ich. Okay, und noch mal einen. Und die andere Seite. Okay. Warte. Ja. Das war mein Mund, aber...
Entschuldigung. Rote, puderige Lippen. Das ist der neue Trend. Deine Maske hier wird gerade ein bisschen nass. Ich muss weinen. Okay, und dann vielleicht noch ein bisschen Highlighter. Da kannst du einfach deinen Finger mal hier so drauf tupsen. Mhm. Ja, gut. Und das ist da so unter die Augen, ne? Ja, genau, ja. So an den Wangenknochen. Und bin ich da? Ja, da ist schon das ganz gut. Das fühlt sich alles so... Das ist mein Mund. Ich hab doch gefragt. Oh, das fühlte sich an wie... Ich dachte auch gerade, du wärst da oben und auf einmal war dein Finger da unten. Na, dann müssen wir das jetzt so hinnehmen. Ja, dann nehmen wir das so. Haben wir noch was? Ja. Für die andere Seite. Ach so, klar. Ja, ein bisschen mehr für die andere Seite. Vielleicht treffe ich ja jetzt. Ich drehe mein Gesicht. Ja? Ja, da ist gut. Es tut mir so leid. Ach, das macht doch nichts. Und was kommt denn jetzt? Vielleicht machen wir Lippenstift. Oh Gott. Und zwar nehmen wir jetzt von P2 Pure Color Lipstick in der Farbe 059 Copacabana. Schön knallig. Ah. Für den Sommer. Klingt gut. Ich gebe dir schon mal den Lippenstift. Und ja, dann kannst du ja tasten, wo meine Lippen sind. Achtung! Was ist das denn? Also da sind aber nicht meine Lippen. Ich fühle, da hier ist dein Kinn, ne? Also da. Da, ja. So. Noch was auf die Oberlippe, oder? War das nicht die Oberlippe? Das war meine Oberlippe. Oh. Ein bisschen. Du kannst ja noch ein bisschen auf die Oberlippe versuchen. Ich dachte, das ist meine Unterlippe. Und das ist meine Oberlippe, ja. Gut. Das sieht bestimmt toll aus. Okay, was haben wir denn noch? Ach so, Lidschatten wäre vielleicht ganz gut, oder? Mhm. Okay, ich habe hier so einen Pinsel. Und dann habe ich noch einmal so ein Lidschattenset von P2. Also das hier ist der helle Ton hier, das ist der dunkle Ton. Den sieht man vielleicht besser. Welchen willst du? Den dunklen vielleicht. Sonst sieht man, glaube ich, auf der Kamera auch. Ja, genau. Sonst sieht man, glaube ich, keinen Unterschied auf der Kamera. Okay, ja. Ich mache meine Augen zu, weil ja, dann... Ja, mach die... Oh Gott! Der Lidschatten ist runtergefallen. Ich hole ihn schnell. Oh, okay, hier ist er. Ist der noch heile? Ja, der ist noch heile. Okay, ich mache meine Augen zu. Du kannst dann ja so halbwegs erfüllen. Oh. Ich brauche noch was Neues. Okay. Das andere Auge. Ja. Okay. Okay, und jetzt die andere Seite. Hast du dich schon gesehen? Nee, ich brauch gleich mal einen Spiegel oder so. So. Ja, wie findet ihr es? Fertig? Was fehlt denn jetzt noch? Fehlt noch was oder sind wir fertig? Aha, nee, eigentlich reicht das, oder? Du kannst dich ja mal am Eyeliner versuchen. Oh Gott! Das kannst du ja noch. Dann wird es jetzt echt mal spannend. Ja. Okay. Also, der ist sogar noch wasserfest. Also, Melina, versau's mir bitte nicht. Ich muss gleich noch weg. Also, hier ist, das ist jetzt die Spitze. Also, du weißt, ich habe ja diesen flüssigen. Und ich mache jetzt meine Augen zu, dann kann ja eigentlich nichts passieren. Ich habe schon was an meinen Fingern, glaube ich. Okay, ich mache mal die Augen zu und dann kannst du ja tasten. Da ist dein Auge. Oh Gott. Da ist das Lied. Okay, Leute, wie das Leben so spielt, ist gerade der Akku leer gegangen. Und man konnte nicht mehr sehen, wie ich gerade diesen wunderschönen Lidstrich gemacht habe und mich dabei selber auch noch eingesaut. Ich habe mich in der Zwischenzeit auch schon gesehen. Ja. Also ich finde, der Lidstrich hier unter den Augen, es kann eigentlich Trend werden, oder? Mhm. Also ich finde, ja, die Eisweite, die ist echt cool. Ja. Sollte man mal machen. Das war's jetzt schon. Was haltet ihr aber davon, wenn ich in einem weiteren Video mal Melina schminke und aber nichts sehe? Ja, wir wollen das auch, auch nochmal machen. Ja, ja. Dieses von hinten mit den Armen so durch. Ja, stimmt, das gibt's auch noch. Habt ihr sonst noch Ideen für uns, was man sonst noch so an Make-up-Challenges machen könnte? Ja, immer schreibt her damit. Uns das doch in die Kommentare. Gut, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!